Hallo, ich bin Tichy und willkommen zum Let's Play von Bioshock Infinite, Part Nummer 25. Wir folgen jetzt den... Scheiße. Wir folgen den Geistspuren. Ja, jetzt sind sie weg. Alter, die waren eben gerade noch hier. Moment mal. Moment mal, ich habe sie doch nur für ein paar Sekunden aus dem Weg gelassen. Ja, wir haben ja eben gerade gegen den Geist gekämpft. Bin ich gerade verwirrt. Wir sollten den Geistspuren folgen, aber die sind ja jetzt weg auf einmal. Das ist jetzt gerade unpraktisch gewesen. Hätte ich doch nicht den Pater geschnitten. Nein, Moment mal. Jetzt bin ich gerade dumm. Wohin mit uns? Schießeisen. Moment mal, erstmal umsehen, ob ich nicht hier irgendwie was verpasst habe jetzt. Gatling Gun war hier. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Oh. Müsli. Gatling Gun, okay. Strohfinte ist da auch noch. Ah, ungefähr. Okay, tut mir leid, dass ich dich auch durchsuchen muss. Obwohl, nein, tut es mir eigentlich nicht. So, Moment. Da waren eben gerade Fußspuren und die sind jetzt weg. Und ich weiß nur, dass sie hierhin gegangen sind. Und dann müssten sie rechts weitergehen, oder? Ja, genau. Schade, dass Sie sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Finde die drei Risse. Oh, sarkastisch. Okay. Irgendetwas stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Wow, wow, wow. Ein paar führen hierhin. Und es lädt wieder, okay. Hier sind Fußschritte. Und sie hören hier auf. Ist hier irgendwo etwas? Finde die drei Risse. Aber wir waren doch schon mal hier. Okay, das wird jetzt ein bisschen Sucharbeit. Obwohl, da kann es ja eigentlich nicht sein. Aber hier haben mich die Risse hingeführt. Die Fußschritte. Als ob hier irgendwas wäre. Wiederum sind auch ein paar hier runtergegangen. Finde die drei Risse. Okay. Fußspuren haben hierher geführt. Hier drinnen ist aber nichts. Nichts, was mir sofort auffällt. Was ist das Bild von ihr? Nee. Okay, hier ist es nicht. Hier sehe ich nichts. Dann gehen wir da hinten hin. Hier. Hier waren wir ja schon mal. Da sind die Fußspuren auch. Wir haben doch schon einen Riss entdeckt, der war doch hier drinnen. Ich hab da irgendwas blinken sehen. Oh yeah. Okay. Finde drei Risse. Hier ist auch nichts. Bis hin zu den Rissen, ja. Da ist ein Frachthaken. Eieiei, wie das hier aussieht. Okay, gib mir mal den Haken schon da oben. Dabei. Nur die Ruhe, alles in Ordnung hier. Okay. Hat bestimmt einen Grund, warum ich hier oben hingehen kann. Ach so, wegen Medipack. Egal, das brauche ich aber nicht. Gehen wir runter.
Da was gesehen? Nein. Alter, ein großes Areal ist das gerade hier. Drei Risse, okay. Geh ich mal hier runter erstmal. Oh, was hat denn das Spiel? Hat auf einmal diese Rüttler. Ha. Okay, Moment, ich bin gleich für euch da. Moment, das machen wir anders. Okay. Puh. So, die Fußspuren führen dahin. Zu dieser Tür. Okay, das wären die ersten Risse dann bestimmt. Gucken wir erstmal noch. Okay, dann gehen wir da rein. Elizabeth? Das wird nicht lange dauern. Erledigt. Okay. Das Lutes Laboratorium. Das sind ja diese beiden. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Lutes oder so. Da geht's noch weiter. Hier ist nichts, okay. Geht hoch und runter. Erstmal umsehen. Was ist denn das hier für ein abgefuckter Raum? Okay, da vorne ist ein Riss. Ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Jep. Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deinen Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Okay. Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Okay. Abgefuckte Scheiße. Okay, erstmal wieder umsehen. Nee, das kann ich nicht nehmen. Aber hier. Gesundheitskette und das. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Mhm, er ist steril geworden. Der alte Sack. Erstmal umsehen. Der ist steril geworden. Nur durch Betreten dieser Einrichtung hier. Aha. Gut, erstmal Infusion nehmen. Da machen wir die Salze mal höher. Und alles auf 5. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, das stimmt. Naja, gut. Dann hätten wir den ersten Riss gefunden. Dann können wir ja schon mal hier raus. Okay, da oben wird mir ein Frachthaken geliefert. Dann. Fertig. Her damit. Oh yeah. Ich bin hier unten. Ich weiß. Weil ich hier gerade oben bin und nichts finde. Ja, dann lande ich halt hier. Market District. Salze sind hier, okay.
Ah, ich will mal hier den Shock Jockey, da habe ich lange nicht mehr ausprobiert. Okay, hier sehe ich nichts. Oh Mann, ey. Dieser Ort hat sich schon verändert. Financial District. Und da, wo die Banken sind. Finanzbezirk. Er wollte mich verschonen! Oh, du wieder? Komm, ball auf mich, ball auf mich! Alles soll brennen! Shit. Das hat nicht geklappt, so wie es klappen sollte. Egal. YOLO. Nein, Spaß. Oh, er fällt runter. Tschüss. Lügen, alles Lügen. Der ist runtergefallen. Das hat auch gut geklappt. So, aber erstmal weiter. Ich sehe da was. Kannst du dir das mal ansehen? Fertig. Okay. Erstmal eine Kasse suchen. Und hier, Infusion schon wieder. Nice. Da machen wir mal das Schild höher. Gut. Sonst noch irgendwas hier? Zu trinken ist hier genug, aber nein, wir gönnen uns das nicht. Keine Saufparty, keine Orgie. Schade. Finde den nächsten Riss. Ja, okay. Wir sind schon mal richtig hier. Oh, Mülleimer. Alter. Sieht schon geil aus. Die Gründer werden bluten. Oh, alles gut? Hey. Schnuggi. Oh. Ja, ich weiß, es smoked gerade hier jemand. Aber das sind nicht wir. Ich sehe da doch hier unten irgendwas blinken. Ah, ein Lockpick. Was ist da oben? Drei Lockpicks, ey. Sonst noch irgendwas hier? Ich meine, so ein extra Haus, was hier so runtergeht. Ah, da. Kriegst du das auf? Bin dabei. Gut, ich meine, es muss ja einen Sinn haben, wenn es so etwas hier gibt. Okay. Oh ja, das Geld sammelt sich wieder an. Waschbecken, Mülltonne durchsuchen. Yep. Natürlich finden wir da Munition für ein Salvengeschütz. Klar. Okay, hier geht's weiter. So weit gibst du mal. Okay. Da sind Fußschritte. Fertig. Moment mal, hier waren wir schon mal. Oh ja, ich erinnere mich. Hier war der heftige Kampf. Das Blut von dem ist... Lass mich deine Prüfung bestehen. Oh nein! Wow, wow! Jungs, Jungs, Jungs! Oh, wow! Los! Oh, shit! Jetzt geht's wieder los! Ach du Scheiße, okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss hier weg. Erstmal orientieren. Erstmal nachladen auch. Und wieder hochfahren. Wo ist er? Digga, hör auf aufzuweichen. Digga. Okay, endlich habe ich ihn. Ich werde dein Schicksal teilen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Was wollen wir benutzen? Das hat ihn elektrisiert.
Okay, das hat geklappt. Ich sterbe durch deine Hand. Moment. Nein, falsche. So sieht's aus. Oh yeah. Eieiei. War so geplant. Okay, wir sehen noch mehr. Alle Waffenfähigkeiten wechseln. Ups. Ich kann nichts finden. Uiuiui. Keine Salze mehr, schade. Oh, jetzt aber. Wer ist da noch? Oh, Elizabeth, du kommst ja gerade zu mir. Okay. Bitte sehr. Vielen Dank. Danke. Okay, okay, okay. Gut, das hätten wir. Alter. Okay. Bin etwas höher. Ups. Und runter. Gut, wir sind angekommen. Hier müssen wir... Nein, wir müssen nicht hier hin, aber wir können das gleich aufmachen. Vorne ist eine Panzerfaust. Aber nein, danke. Öllache, Wasser... was steht da? Waffenautomat, nicht Wasserautomat. Gut, dann öffne ich erstmal das hier. Elizabeth? Kein Problem. Bitte sehr. Okay. Okay, hier gibt's Alarm zu durchsuchen. Ich hatte das Atom mitten in der Luft festgehalten. Kollegen bezeichneten mein Lotesfeld als Quantenlevitation, aber das trifft es nicht. Levitation, das klingt nach Verkehren und faulem Zauber. Mein Atom sank nur einfach nicht nach unten. Wenn man ein Atom unendlich lang in der Luft halten kann, warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel, warum dann nicht eine ganze Stadt? Mhm, so geht das also. Atome, die in der Luft rumschweben, aber wie... Ach, egal. Das verstehe ich auch nicht. Okay, jetzt ist die Frage, wo wir hin sollen. Nach oben, sagt er. Ich glaube, aus der Tür, aus der alle anderen gekommen sind, ne? Mit Sinn machen. Ja. Bank des Propheten. Und erstmal Geld einsammeln. Eieiei, hier war auch wieder was los. Ich weiß nicht. Aber Geld haben wir. Wow. Was war das? Achso, ich will noch eine Sache verändern. Gehen wir doch mal mehr auf den Nahkampf. Das würde bedeuten, brennender Heiligenschein. So, das nehmen wir mal wieder. Winterschild, gab es da irgendwie was? Nee. Ein Nahkampfschaden, wenn wir Schaden erleiden. Nein, das lassen wir so. Tunnelblick, da machen wir wieder das hier. Nahkampfkills verleihen Gesundheit oder Exekutionen. Da müssten wir mehr machen. Das hier. Der letzte Mann. Fügst du doppelt so viel Schaden zu? Ja, das hat noch nie so richtig geklappt hier. Wenn deine Gesundheit extrem niedrig ist. Machen wir noch der letzte Mann. Ja, okay. Gut. Drei Kinetoskope hintereinander. Das wird ja jetzt eine Fernsehsession. Mal gucken wir. Ein Rückblick auf die Anfänge. Der Traum des Propheten wird endlich flügge. Columbia beginnt seine Reise, um Amerikas Vision in der Welt zu verbreiten. Wow. Ende. Wow. Was ist das hier? Der Prophet widersteht Feinden.
Innern wie Äußeren. Die chinesischen Boxer nehmen unschuldige Amerikaner als Geiseln. Okay. Der Prophet und Columbia kämpfen für Amerika. Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Unser Prophet. Ende. Nee, doch nicht. Und welchen Dank erhält Columbia? Das, glaube ich, kennen wir schon. Warte, das kennen wir schon. Haben wir, glaube ich, ganz am Anfang gesehen. Wir trennen uns von der sogenannten Union. Jupp, das kennen wir schon. Sonst hätten wir immer eine Auszeichnung hier bekommen. Was ist das? Wieso geht es auf einmal wieder? Ich verstehe es auch nicht. Egal. Ich beende erstmal hier mit diesem Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ja, Leute, ich bin Zichi. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.